Oh, wo geht's denn hier lang? Ui. Oh, das ist ja cool. Jetzt können wir hier oben lang rumlaufen. Geil. Mein Bruder empfängt heute die Krone. Hoffentlich ohne Zwischenfälle. Ah, die deutet das schon so an, als würde da irgendwas passieren. Auch ich werde alles dafür tun, dass die Zeremonie gut über die Bühne geht. Ja, gib dein Bestes. Steh hier draußen rum. Okay, jetzt kommen wir auf die andere Seite. Nee, ich gehe weiter runter. Mhm. Achtung, Gefahrenzone. Kehrt besser um. Achtung, okay. Gut, dann gehen wir lieber da nicht hin. Ah, könnte es dazu in den Kerker hingehen, wo die Dämonen hausen? Könnte das sein? Man weiß es nicht. Ich denke aber schon. So, jetzt ist es passiert. Jetzt habe ich mich komplett verlaufen. Moment, wo geht's denn hier runter? Hä? Oh Gott. Ah, nee. Hier waren wir schon. Wieso ist hier kein Gang? Wer zum Henker hat dieses Schloss gebaut? Oh Gott. Sagst du? Hinter dieser Tür befindet sich der Thronsaal. Wirf ruhig einen Blick hinein. Oh cool, wir können hier einfach reingehen als Zivilist. Oh, wie geil. Euer Majestät. Oh, wir müssen schnell weg hier. Die Krone. Was ist das für Buben? Was ist das? Ich habe gerade erfahren, dass dies eine Imitation ist. Oh Gott. Oh Gott, dramatische Musik. Das darf nicht wahr sein. Wie sie glitzert. Sie muss einfach echt sein. Sie wurde von den besten Wächtern bewacht. Niemand kann Kronen vertauschen. Niemand kann Dosen vertauschen. Was ist denn hier los? Ein Experte wird die Krone umgehend untersuchen. Gut, beeilt euch. Jawohl, Majestät. Sofort stehen bleiben. Ich kenne euch nicht. Was habt ihr hier zu suchen? Oh. Hä? Hat es euch die Sprache verschlagen? Hm? Euch fällt ja nicht mal ein lustiger Witz ein. Was? What the fuck? What? Was zum... Hollerö, ich bin Bertie, der König der Diebe. Und ich bin Boris, sein Lehrling, sei gegrüßt. Was? Wer seid ihr? Nicht bewegen. Oh Gott, du Scheiße. Na Freunde, seht ihr diese nette kleine Bombe? Auf was wartet ihr, Boris? Auf ins Getümmel. Auf warten wir. Lomo, Bertie. Ah, oh Mann. Zeig's ihn. Aber aufgepasst, Leute. Jetzt kommt der Superwatz. Jetzt geht's los. 3, 2, 1. Watz. Ja, und? Ach, ich muss drücken. Ach nee, doch nicht. Was passiert hier, Boris? Ups, es sollte... ich habe keine Ahnung, Bertie. Was machst du da, Boris? Oh! Ach du Scheiße, ist die blöd. Oh Gott, die... Ach du Scheiße, die Volksdeppen von Lunaria. Ach du Scheiße. Aber der Plan ist gar nicht mal so schlecht, einfach reinzuspazieren und die Krone mitzunehmen, ne? Ich habe heute meinen großzügigen Tag. Ich lasse euch ausnahmsweise laufen. Oh je, mir ist noch ganz schwindelig und ich höre schlecht. Lass uns lieber verschwinden. Und weg sind sie. Und keiner hält die auf, ne? Ist klar. Och nö, jetzt nimmt er die Krone mit. Ach du Scheiße, ist das blöd. Naja, egal. Das ist ja unglaublich. Tut doch etwas. Niemand darf davon erfahren. Sehr wohl, Majestät. Ach mein Gott. Ja, wir können, glaube ich, das Königreich Lunaria erstmal abhaken. Hier sind die nicht gerade die klügsten Leute. Da sollten wir schnell weggehen. Wo was redet denn König? Wir können sogar einfach den ansprechen, den König. Die Krone ist gestohlen. Oh Gott, mir schwinden die Sinne. Oh. Was willst du? Die Ehre unseres geliebten Königreichs steht offensichtlich auf dem Spiel. Was bist du? Die Krone wurde von meinen Augen gestohlen und ich konnte nichts dagegen tun. Und ihr? Ja, ihr seid Drillinge, ne? Die Explosion muss ihn mit voller Wucht getroffen haben. Vermaledeit, nun kann die Zeremonie nicht stattfinden. Welch ein Unglück. Das sind ja wirklich Drillinge, ne? Entschuldigung, ich muss auch kurz ertrinken. Bertie und Boris, diese Fieslinge, haben mich in das Licht geführt. Was meinst du damit? Kennst du sie? Natürlich, die beiden waren für die Reinigung der Toiletten im Schloss verantwortlich. Ach du Scheiße. Oh, das, ich finde diese Übersetzung ziemlich... Das liebe ich zum Teil an diesen alten RPGs. Die sind zum Teil, ist die Übersetzung richtig lustig. Aber ich finde die Idee einfach grandios. Gut,
So, jetzt müssen wir auf diesem riesen Schloss erstmal suchen, wo die hingehen. Die werden wahrscheinlich noch irgendwo im Schloss rumdumpeln. Wie schlau die sind. Schlau. Werden die wahrscheinlich nicht irgendwie, sich abgedampft haben, sondern verstecken sich irgendwie auf der Toilette. Na klar, die sind auf der Toilette. Wenn man das gehört hat, ich habe gerade geschnipst. Hat man das gehört? Weiß ich nicht. Hier. Kann sein, ob man das hört. Wenn nicht, ist auch egal. Wo sind denn die Toiletten? Die habe ich gar nicht gefunden. Einbrecher im Schloss. Schlafen die Wachen denn? Na, das frage ich mich auch. Also hier kam ganz bestimmt kein Verdächtiger vorbei. Meinen die das jetzt ernst oder ist das nur so ein Schleichtipp irgendwie? Was sagst du? Die Krone wurde geraubt? Welch ein Drama! Also hier sind keine Räuber vorbeigekommen. Sie müssen in den Kellergewölbe sein. Okay. Um aus dem Schloss zu gelangen, muss man hier vorbei. Ich habe nichts Verdächtiges gesehen. Naja, außer vielleicht die Toilettenreiniger, ne? Gut, es wird ja deutlich gezeigt, dass wir ins Kellergewölbe sollen. Und wenn ich mich nicht ganz irre, war das doch diese eine Stelle, wo Gefahrenzone war. Ach nee, der Typ hatte ja auch rote Haare gehabt. War das vielleicht der Berti oder der Boris? Hm. Wie spitzbubig die doch sind. Unglaublich. Und wir sind auch drauf reingefallen. Ah, kann doch nicht sein. Och, du Scheiße. Okay, ich nehme alles zurück. Der war es doch nicht. Bist du in Ordnung? Einmal, das sah so, als würde es in uns Gesicht treten, irgendwie so. Zwei Typen. Plötzlich die Bombe. Hat jemand eine Bombe nach dir geworfen? Ach, mir geht's schon wieder gut. Ach, ne, mir geht's schon viel besser. Nein, die Bombe ging hoch, bevor sie werfen konnten. Geil. Splitter streiften mich. Ich war kurz ohnmächtig. Doch wie konnten sie diese Explosion nur überleben? Ah, okay. Ah, da scheinen wir ja auch ein paar Dämonen hinterzustecken. Schloss Lunaria U2. Oh, sehr coole Musik. Oh, sehr schön. Oh, wie geil. Okay, das musste einfach sein. Als das Parterre der... Was? Als das Parterre... Kenne ich leider auch nicht das Wort, tut mir leid. Da bin ich zu ungebildet für. Als das Parterre der Burg nicht mehr genutzt wurde, erschienen die Dämonen dort. Okay, wahrscheinlich ein anderes Wort für Kerker oder so, denke ich mal. Verstehe. Sind denn dort dennoch zwei Leute hier aufgehalten? Aufgefallen? Oh, ich kann nicht lesen heute. Mann. Nun, ich glaube, ich habe ein wenig geschlafen, aber... Ja, ich glaube, ich habe etwas gehört. Ey, was ist denn hier los? Lunaria ist ja total der Schrott hier. Ach du Scheiße, sind da wirklich Dämonen. Uiuiuiui. Was ist denn das da? Okay. Das ist aber jetzt mehr als verdächtig. Wie machen wir das denn jetzt hier aufmachen? Ja, keine Ahnung. Muss ich mal gleich mal schauen. Ah, das sind also diese Schmerzwürmer hier, diese komischen Viecher hier. Ah ne, warte, den Bomber können wir noch. Ja, den können wir noch benutzen. Dann benutzen wir den auch. Zack. Dann gibt hier noch mal den Rest. Das Ding, da ist das erste schon weg. Da kommt der Fomi-Schlag und der zweite liegt vielleicht. Oh, perfekt. Ja, jetzt wird es deutlich einfacher. Jetzt hauen wir einfach alle weg. Sehr schön. So. Ah, ist ein Dungeon, ne? Das scheint ein Dungeon zu sein. Ah, ich bin gerade überlegen, ob ich den wirklich mache oder schon mal Schluss machen sollte. Ah, ich weiß es nicht. Ich will ja eigentlich weitermachen. Oh, der Adler, den machen wir... Was? Knallpferd? Oh Gott. Oh Gott. Ah ne, den Adler kann Thea wegmachen. Thea. Die müsste genug Power haben, um das zu machen. Wir müssen noch ein bisschen schlau hier ankommen. Ein bisschen eine kleine Strategie hier anwenden. Nur 24? Was sind das? Hoppala, was ist denn hier los? Wieso machen wir jetzt so wenig Schaden? Oh, die haben auch nicht so viel. Oh, Raserei. Ah, nur 11. Das ist ja noch relativ harmlos. Knallpferd, dann nochmal dasselbe. Dann müsste der Adler auch weg sein. Oh, das Pferd hat überlebt. Damit habe ich jetzt nicht so gerechnet. Komm, Fomi. Jawoll. Ah, wieso lebt das Ding denn noch? Oh, ich muss auf Tier aufpassen. Der hat nur... Oh, der hat sehr wenig HP. Na, da muss ich zwischendurch einen Blick drauf werfen. Ah, ich muss überlegen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich höre jetzt nochmal hier auf. Ich weiß, wir haben nicht viel geschafft. Aber ich merke selber, dass ich heute nicht so gut drauf bin. Und ich möchte das eigentlich jetzt nicht durch... dadurch ein bisschen versauen hier. Nee, ach du Scheiße. Nee, das ist ein richtiger Dungeon hier. Okay, dann lassen wir das. Dann hören wir hier einmal auf heute. Nicht so erfolgreich und glaube auch nicht so lange.
aber es ist einfach so, ich merke schon, dass wenn ich jetzt nicht mal sie vernünftig lesen kann, dass ich irgendwie unkonzentriert bin oder irgendwie nicht gut drauf bin und das möchte ich jetzt nicht dadurch versauen. Da möchte ich es lieber beim nächsten Mal einfach schöner und besser machen. Ich glaube, da hat niemand was dagegen. Ja, wieso? Auch guckt ihr bis jetzt niemand. Ja, ich hatte vorige Woche 2 Aufrufe. Immerhin, ne? Immerhin. Mehr als einen. Aber das ist auch vollkommen egal. Trotzdem glaube ich, wäre es besser, wenn wir jetzt mal hier Schluss machen. Denn ich möchte mir jetzt auch hinterher selber zumindest mal kurz angeschaut haben und denke, boah, das kann ich verkaufen, das kann ich hochladen, ohne irgendwie zu denken, boah, was tue ich der Menschheit an? Und das kann ich, glaube ich, auch nur, wenn ich zumindest ein paar Texte vernünftig lesen kann. Gut, dann... Ah, wir schlafen erstmal, dann kann ich direkt... Weil das, ich weiß ganz genau, das werde ich nämlich beim nächsten Mal vergessen. Dann werde ich da schon... Oh, was? Ach nee, das hat mir schon. Das werde ich mich vergessen beim nächsten Mal und dann schon ein bisschen geschwächt dahin gehen. Anführungszeichen geschwächt, weil so viel haben wir auch nicht verloren. Aber nur so... Ah, aber was ich jetzt auch machen könnte, wäre... Ich könnte ja ein bisschen... Habe jetzt noch ein bisschen Zeit. Ich könnte ja eigentlich ein bisschen rausgehen und ein paar Kämpfe machen. Denn es geht mir eigentlich gar nicht mal so um die Erfahrungspunkte, aber ich würde gerne das Geld haben, damit ich mir bessere Sachen kaufen kann. Das für mich, das ist das Einzige, was mich eigentlich so gerade ein bisschen lockt. Gucken wir mal, wie viel... Boah, 70 haben wir gemacht. Gehören die auch zu Insekten? Das könnte ja der Grund sein, warum ich jetzt so viel Schaden gemacht habe.